Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Payday 2. Mit dem fantastischen Gamer Wood. Ja, hallo. Und Hier bin ich wieder. Und meiner Wenigkeit. Wir machen weiter mit Bankraub Bargeld. Inventar sieht so aus. Ich habe einmal die Leichensäcke und dafür Munitionstasche. Ja, ich bleib bei zwei Leichensäcken und einer Munitionstasche, das passt ja. Weil wir haben ja auch abgeklärt, dass wir einfach bei der Planung eine Kamera weglassen. Ja. Hoppla. Ja, ist passieren. Ja, das war halt. Gut, dann mach du mal die Kameras. Ich platziere schon mal den Borowanas. Hol die Insiderhilfe. Überwachung, Stierungskamera. Dich hätte ich gern und dich hätte ich gern. Und dann noch eine Munitionstasche auf dem Dach. Nee. Fotokopierer ist, glaube ich, näher dran an allem drum und dran. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte dich jetzt jedes Mal zum Dach hochstiefeln. Ja. Das wäre jetzt ein bisschen. Obwohl, hätte ich ja machen können, um ihn zu mobben, Leute. So, aber wie dem auch sei. Wo ist eigentlich die Munitionssache? Auf dem Dach. Ich könnte ja meine noch da platzieren. Nein. So. Meine werde ich aber mitnehmen, den Drucker platzieren, Leute. So weit kommt's noch. Sarkasmus lässt grüßen. Und es ist Ihnen noch nicht aufgefallen, was ich für einen Anzug trage. Du hast dein Clownskostüm wie immer an. Nein. Dir würde es auch, glaube ich, niemals nie auffallen, wenn ich es nicht sagen würde. Ach so, den Joker. Du hast das Joker-Outfit da. Nein. Saints Row lässt grüßen. Soll das ein Saints Row-Mantel sein? Ja. Ich kann mich selber nicht erzählen. Ich hätte den Joker-Mantel so geteasert. So, mal gucken. Weißt du, was ich meine? Der Anzug vom Joker ist auch wieder. Ja, aber es ist tatsächlich der Saints Row. Okay, Safe ist im anderen Raum. So. Ach, das ist halt immer das Nervige, wenn man nicht sprinten kann oder sonst was. Man muss so lange dackeln, Leute. Geh mal übers Dach gucken, wo. Ah, Rennen ist verdächtig. Man hat ja auch im Leben nicht eilig. Tschüss. So. Alter, die machen gerade einen auf Türsteher. Uiui. Gut, Safe und Security Room sind am selben Spot. Das macht es uns nur schwieriger. Ja. Mit mir meine ich mich. Und ja, wir müssen ihn eigentlich. Ja, Leute, wir haben dieses Mal keine Guards, wir haben dieses Mal Türsteher anscheinend. Guard, careful. Ich stehe gleich so zwischen den. Ach nee, gut. Der verpieselt sich jetzt hier auf der einen Seite. Oh, endlich! Ja, aber auf der anderen Seite, wo der Security Room ist. Look out, there's a guard there. Jetzt haben wir aber natürlich das Problem, wir müssen die Guards hier hinten abpassen, wenn die hier hinten längs schleichen, ne? Nee, nee, ich muss einfach nur abpassen, wenn der sich da hinten verpisst. Wenn der meint, er müsste weggehen. Ja, da kann ich nicht. Achtung, du darfst nicht zu lange in Sichtfeld des Guards stehen. Ich weiß. Watch out, guard. Guard, be careful. Gut, Kameras sind aus, nehme ich mal an. Jo. So, dann will ich mal hoffen, dass einer der Guards mal rausdackelt. Also raus im Sinne von, dass ich ihn draußen abpassen kann. Nein, natürlich bin ich jetzt hier im Triangle gefangen. Oh Gott, schön. Gut, ich kann wieder außen rum dackeln. Dackel, 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 dackel. So. Maske inzwischen mal aus. Vorsicht. Achso. Natürlich. Ich hab
schon mal die Tür aufgemacht hast, Vielleicht hey. kann ich das nicht lassen. Na, kommt er raus? Kommt er nicht raus? Nein, kommt nicht raus. Gucken, ob das Anpingen hilft. Nein, interessiert sich nicht für mich. Ja, ich versuche das jetzt auch mit diesen. Na komm. Watch out, guard. Gut. Hilfe! Keine Sorge, ist kein Guard, ist nur ein Civi. Ich komme. Oder auch nicht, okay. Du hattest noch das Zeitfenster, gut. Für ein Zeitfenster? Ja, das ist halt, ne, weiß schon. Brauchst Leichensäcke wahrscheinlich, ne? Ich komme. Geht, 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 geht. Ja, ich meine, ich platziere dir den Koffer hier vorne. Bitte sehr. Oh, liegt da bequem da. Und ich muss schnell hier rüber wieder dackeln. So. Ich habe zwei Pakete gerade gesammelt. Ja. Gut, die verpieseln sich beide nach drüben. Bitte sehr, hol ihn dir. Hab ihn. Mit der Kugel von hinten rechnet man nicht, wenn man nach vorne guckt, ne, Guard? Okay, das war böse. Na, wir haben den Vor- und Nachteil, Leute. So müsst ihr es sehen. Ah, er hat den nächsten auch schon. Dann kann ich also so langsam mal hier vorne aufräumen. Three, two, one, geiern wir sie uns. Ja, das ist schlecht. Oder auch nicht. Gut. Interessant, der war noch. Ja, okay. So, dann hole ich mal den Bohrer und dann haben wir die Mission auch schon so gut wie geschafft, Leute. Leute, in 6 Minuten waren wir drinne und haben alles gesaved. So, ich lege mal noch eine Tasche hier hin. Ja, da sieht man mal wieder schnell und leise. Und wir reinigen sogar den Ort, also komm. Netter können Verbrecher auch nicht mehr sein, also. Wir haben noch sowas wie, ja, wie nennt man das? Hygieneverständnis? Ah, der ist auch schon leer. Hast du noch Taschen? Nee, ne? Wir wissen, wie Visit Cleaner funktioniert. Der war böse. Okay, mit dem Schwert draufschlagen bringt nicht viel. Schade. Vor allem, weil es auch echt langsam ist. Naja, außer man schlägt häufiger.
Leute nicht hinterfragen, wir schlagen Zeit tot. In dem Fall aber schlagen wir auch Fenster kaputt. Während wir Zeit tot schlagen. Gut, hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Jetzt suchen wir nach Pakete, die hier rumliegen können. Natürlich will der Bohrer was. Ein Hieb mit dem Schwert wollte es. So, die Standardspot auf dem Dach untersuche ich mal wieder. Ich renne auf dieser Ah, Karte. okay. Nee, Menschen werden Straße rum ohne Cops. Ach, wie schön das ist, wenn das Ohne. so still ist, ne? Okay, kann man noch öffnen. Hier noch auf dem Parkfläche. War was? Ja, Leute, da seht ihr mal, man ist relativ flink hier auch Found unterwegs. one. So. Hey, das hatten wir noch nie. Noch drei Pakete unterwegs hier. Wenn man natürlich die Spots auswendig kennt, weiß man natürlich, wo die sein können. So, und dann fange ich auch schon mal langsam an. Guck noch ganz kurz hier. Nein, nichts. Gut. Ah, ich habe gleich noch einen Spot, wo ich kurz prüfe. W2. Einmal hier. Nein. Und irgendwo war noch. Wo ist denn da? Der komische Briefkasten da vorne. Okay, Da ist auch nicht. Okay. Was meinst du? danke für die Munitasche. Ja, ist Ammo sack platziert. right here. So, und dann seht ihr auch, Leute, die Mission geht um einiges schneller, wenn man natürlich eine Munitionstasche, Säge, ne? Und jemand, der mit der Säge umgehen kann, hat. Und hatte ich den Spot eigentlich richtig geprüft? Gibt's auch noch ab und zu einen Spot? Ne. Okay. War gerade ein Fragezeichen. Ja, das war ein Passant, der kurz mich gesehen hat, aber. Ich habe nur kurz den Weg passiert, also keine Gefahr. Dass ich aber die restlichen drei Pakete hier nirgends sehe. Also eins mindestens muss auf dem Dach sein und der Rest muss ja auf der offenen Fläche irgendwo herumliegen, Leute. So viel steht fest. Also außerdem suche ich auch parallel, weil er natürlich, trotz dass er schnell ist, trotzdem ist ein Augenblick dauern kann, bis er alles durch hat. Oder ich sehe, dass die erste Wand schon gleich komplett offen ist. Halte ich mich ran.
B hattest du gesehen? Hm? Bei B hattest du gesehen, dass einer fehlt? Ja, ich weiß. Gut. So ist viel angenehmer. Einfach nur kurz gefragt. Dann passt das auch. Ich frage mich ganz ehrlich, welche Bank hat so viele Goldbarren im Safe? Na? Gibt es nicht viele, würde ich mal behaupten. Ach wow, das war nur eine Schatulle. Hätte man sich ja dann auch schenken können, theoretisch. Dann mache ich kurz nochmal einen Gebäudesprint, um hier nochmal zu prüfen. Wollte gerade sagen, treffe ich ihn von hier aus nicht? Also ehrlich, also es gibt Sachen, die gibt es manchmal nicht, Leute. Von gewöhnlicherweise, das weiß auch der Game Mode, läuft da nur einer längs und dann war's das. Ah, hier war doch ein Paket. Noch zwei verbleibend. War ich dann doch ein bisschen zu voreilig hier längs gerannt überall? Kann es das gewesen sein? Ich hatte das auch schon mal, dass es hier irgendwo liegt. Na gut, aber ich hole mal wieder ein bisschen was aus dem Safe ab. Huch, kurz Lag. Oh hey. Da haben wir doch tatsächlich noch Geldtaschen gefunden, Leute. Und zwei Kartons finde ich einfach nicht. Das ist doch. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber hey. Immerhin haben wir einen Großteil gefunden. Und das beruhigt mich ja. Gut, man sollte durch die Tür rückwärts rauslatschen und nicht gegen die Tür. In, out, no alarm. Gut, und somit haben wir eine stolze Summe abgesahnt, aber haben auch dazu noch ordentlich EP gekriegt. Achso, im letzten Part haben wir übrigens noch berüchtigt Items gekriegt. Die hatten wir allerdings nicht mehr gezeigt, weil ich da schon zu schnell auf der Aufnahmetaste rausgedrückt habe, Leute. Aber gut. Ich würde sagen, ich wähle jetzt die nächste Mission noch aus und dann sind wir auch mit dem Part durch. Ja. Wenn wir die Mission dann geschafft haben, das ist dann Bank auf Bargeld, Bank auf. Das sind jetzt Schießfächer, Leute. Da freut ihr euch doch schon drauf. Von daher, bis gleich. So, Leute. Da ist auch schon der Job Bankraub Schießfächer. Ich mache schon mal bereit. Der Game Mode ist auch gleich wieder da. Ich bin da. Er hat nämlich nun mal eben schnell sowas zu trinken wieder geholt. Und keine Sorge, während der Aufnahme keine alkoholischen Getränke, also macht euch keinen Kopf drum. Echt? Jetzt sagst du Neues. Aber zumindest bei ihm ist das zu denken, zu wissen, ne? Dass das passiert, aber bei mir eher weniger. Bei mir gibt es ausschließlich Flüssigkeit, die nicht gegärt ist.
Wie kacken dreist er da Ja, einfach. Leute, wir machen jetzt mal so richtig Speed-Rush-like. Kameras down. Okay, ich schieße schon mal hier hinten auf, damit die rausdackeln können im Fall der Fälle. Komm mit rein, ich brauch dich direkt. Okay. Im ersten Raum nehmen wir uns jetzt nicht direkt vor. Komm mit. Ich nehme den einen Guard und den anderen. Ja, mein Problem. ECM liegt. Nee. Der Alarmknopf. Ja, Leute. Ah, das kommt hinterm Tresen. So geht eine Mission nicht. Warte mal, den Witz hatte ich doch schon irgendwann gebracht, Leute. Das war die hinterm Tresen. Ja, da bringt halt ECM auch nichts mehr. Leider. Hä, wieso ist das eigentlich aufgefallen? Wir waren doch im hinteren Bereich. Ja, der eine Guard, der hat gesehen, dass eine Leiche, die eigentlich hinterm Tisch liegen sollte, vorgeploppt ist. Und ja, die hat er gesehen, ich muss ihn erschießen. Und so wurde er gesehen. Schlecht gelaufen. Aber das sind Gamefehler, Leute. Ihr fliegt ja auch nicht durch den Raum, nur weil ihr eine Kugel in den Kopf kriegt. Das ist physikalisch nicht so möglich, wie es da passiert ist jetzt. Na gut. Weiß ich, mache wieder mein einmal Run, 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 okay. Run, Run. Wir haben hier den Vorteil, dass die Räume am selben Spot geblieben sind. Ja, sehr schön. Okay, time to do this. Schloss mache ich trotzdem, aus Prinzip einfach, ihr wisst es. Kannst. Da war ich mal schnell am Abzug. Nothing's going on. I just hit the button picking up the comm. Watch your background. Spare the civilians. The control. Body just right here. For a moment, but then nothing happened. So I think it's broken. A professional doesn't need to kill those people, you know? Follow me. Come with me. Follow me. Come with me. Down. Follow me. You sure you want to do that? Bis jetzt läuft's, Leute. Bis jetzt. Ich mach hier den Dresen weg. Ach Leute, okay. Wir kriegen das. So gerade. Der Kopf war down. Ja, aber jemand hat angerufen. Der Anrufende war tot. I don't know. Ist auch egal, wir schaffen's. Wir machen einfach wieder Stealth, Leute. Keine Sorge. Ja, ich will jetzt einmal die schnelle Variante. Ja, machen wir eigentlich theoretisch. Wir sind ja immer schon nach 2-3 Minuten komplett drin. Oder wird es wirklich in 30 Sekunden? Nach 6 Minuten ist das Tresor schon komplett offen. Darf's killen. Das war mir klar, deswegen habe ich mich ja schon gemaskt. Ja, genau. Wenn ich die Variante machen möchte mit die Keycard beim Manager Room holen, dann hat der Manager, dann ist die Keycard nicht beim Manager Room. Nicht mehr, der gar ganz schnell zum Manager Room. Wieso Entfernung selber? Ich bin rausgedackelt aus Versehen. Aus! Gut. Ich leg schon mal die Koffer hier. Nehme mir auch schon mal Taschen mit. Oh, wieder ist die Leiche bis sonst wo geflogen. Ja, sie ist direkt
vor mir an den Knopf noch dran, währenddem sie gefallen ist. Alter. So, Leute. Da seht ihr mal, die Mission ist, wenn man sie schnell rushen will, wie der Gamer das machen möchte, gefühlt nicht machbar. Gefühlt nicht machbar. Sie ist machbar, aber so irgendwie aus irgendwelchen Gründen gefühlt nicht machbar. Aber wir kriegen es hin. Das Problem ist halt gerade einfach immer irgendjemand ganz, ganz far, far away sieht's. Und dann müssen wir, rennen. So. So, jetzt noch einmal in einem Rush rein. Karte genommen. Wir haben wieder Glück, dass eine Guardluke hier in der Tür stand wieder. Übrigens, zwei Kameras sind auch schon down. Ja. Aber ihr seht, wir können das. Den lassen wir da einfach liegen. Ja. Lass uns... Ja, warte. Mehr kann ich nicht. Ich hab sogar die Säge gerade genommen, um die eine umzulegen. Okay. Jetzt haben wir es gepackt, Leute. Ja, Leute, das war der Teil, den wir gerade eben rushen wollten, der mehrfach nicht wollte. Ah, du machst den Despawn-Ding, ne? Gute Idee. Nein, ich stapel die Leichen. Ja, oder so dann halt. Gut, ich brauche noch ein paar Taschen. So, ich renn schon mal auf die andere Seite. Das, jetzt seht ihr das mal, wir könnten das normalerweise sogar solo hier drin, ne? Ja, ich hab's auch, allerdings muss ich zu meinen Verteidigungen sagen, ich hab's einigermaßen geübt, solo zu machen, weil, ja, wegen auf dem Keks, dass er das nur konnte. Jetzt kann ich inzwischen auch halbwegs im Schlaf. Einige Sachen sind immer noch ein bisschen tricky für mich. Guck mal, Leute, jetzt sind wir nach 3 Minuten sind wir jetzt schon hier drin und der Bohrer läuft schon. Wir schaffen. Ey, wir müssen mal versuchen, wie schnell wir es wirklich schaffen. Final den Bohrer schon angebracht und alles Mögliche. Da müssen wir aber echt perfekt sein. So, jetzt können wir noch die Pakete uns wieder vornehmen. Auch wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, dass ich schon 10.000 gesammelte Pakete habe. Achso. Hier ist keiner beim Briefkasten. Ist hier in dieser Gasse wieder einer? Nein. So. Ist hier in der Gasse einer? Da ist einer. So. Gut, dass du mir da den Zaun aufmachst. Follow me. Come with me. Follow me. So, den lege ich mal kurz dahin, damit ich den Bohrer machen kann, Leute. Gut, Schwert gilt nicht gerade. Dann mache ich so.
Follow me! Follow me! Follow me! Come with me! Follow me! Come with me! So, der kann da jetzt mal liegen bleiben. War hier eigentlich eins? Nein, war es nicht. Gab es hier irgendwie ein Paket? Nein. Hier irgendwie? Nein. Hier auch nicht, da auch nicht. Hier gibt es wieder eins. Hier unterm Tisch ist eins. Hier ist noch ein Paket. Ich habe sogar noch eine Leiche eingesackt. Unterbewussterweise. Unbewussterweise meine ich, sorry. Ah, da ist auch ein Paket. Nee, das ist so eine Statue, Leute. Oh, du hast eine Trophäe. Eine weitere Trophäe, Alter, die Kugel. Ja. Hast du die noch nicht gehabt? Nee, ich hab das Glück nie. Die ist sau. Die Kugel habe ich schon mal gemacht, aber er hat sie nicht bei mir akzeptiert. Die ist sau oft vorhanden hier in der Mission. Also einmal unter dem Tisch des Managers und dann hier vorne im Baum manchmal am Stehen. Siehst du, wo ich gerade stehe? Hier der Spot. Also quasi hinter Manager Room der Baum, der zum Eingang hinten führt. Oder zum Zugang. Ne? So, achso. Jetzt auch noch ein Paket. Und übrigens, Leute, es sind noch 30 Sekunden. Follow me! Ah, dann muss ich mal gucken, da ich in den nächsten 10 Sekunden den reinmanövriert habe. Aber hier in dem Baum-Ding. Mhm. Ah, du bist schon wieder drin. Ah, Gott, ich sage das immer zu spät. Follow me! Na gut. Ich bin der Geisel hier drinne. Sag mal. Ah, wow, er hing an der Mülltonne fest, deswegen wollte er nicht weiter dackeln. Wir sind zum Auto. Den nehmen wir mit. Hä? Bring ihn zum Auto, den nehmen wir mit, der wird Nachschub. Ja, in unserem Handwerk muss man auch mal gucken, dass man Nachschub organisiert. Ach so, du meinst wieder. Komm, wir haben schon mal gesagt, wir machen keinen Organhandel. Ich meine auch keine Organe, ich dachte eher, wir bilden jetzt die, wählen es jetzt aus. Ach so, ich dachte, du warst schon wieder bei deinem Organhändler und hast gesagt, ja hier, wir brauchen nochmal zweimal Leber. Okay, Spaß beiseite, Leute. Es werden alles erfolgreiche Haster. Erfolgreiche. Glaubst du selber nicht bei unserem Glück? Habe ich jetzt durch Fenster abschießen und Zivilisten getötet? Hoppla. Das war ja unpraktisch. Gut, aber Pakete finde ich keine weiteren. Gut. Kann ich noch was rausbringen? Ah, endlich. Hört ja auch komisch an. Ah, endlich. Stay still. Come with me. Follow me. Follow me. Na gut. So muss reichen. Gucken wir nochmal bei der Bank. Hier liegt auch kein Paket. Ist auch relativ, Leute.
Und irgendwie seltsam, dass nicht an den Standardspots immer was sieht. Move and I will end you. Oh, viel fehlt nicht mehr, Leute. Dann haben wir es geschafft. Wollen wir die Munition durch die Wand holen? Geht das wirklich bei dir? Hä? Ah, lol. Ja. Da merkt er mich über Wochen und Monate an, ne, wenn man das macht. Das ist mir noch aufgefallen, weil ich es versucht habe. So, V unten fehlt noch. Also Leute, übrigens, wenn ihr euch einen Tresor bauen lässt, beleuchtet ihn bitte ein bisschen besser als diesen hier. Genau. Und auch an alle lieben Spielersteller, bitte bedenkt immer Beleuchtung in ein Spiel. Es sei denn, es ist ein Horrorspiel und es muss so, dann ist es in Ordnung, aber wir wollen was sehen im Spiel. So. Und nicht jedes Mal den Fernseher gleich auf 100% Helligkeit einstellen. Ja, oder optional, genau. Gut, ich knack mal die Schlösser noch. Wie haben wir eins übersehen? Zwei. Wow. Aber dafür habe ich ja zum Glück den Schlossknack-Skill, damit das halt nicht zu sehr ins Gewicht fällt am Ende. Es waren sogar unwichtige Items. So, jetzt nochmal geguckt. Ja, es ist final alles. In Out No Alarm. Ja Leute, und somit habt ihr gesehen, wir können auch in sehr schnell die Mission schaffen. Allerdings braucht es natürlich ein paar Anläufe, bis wir es wirklich final hinbekommen haben. So. Aber das war's dann auch schon mal wieder für heute. Ja. Deswegen würde ich sagen, sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Wir sind raus und ciao. Tschüss.